so cool, dass ihr da seid. Komm, wir singen zusammen. Den die Band gerade gespielt hat. Der ist richtig cool. Seid ihr bereit für einen richtig tollen Tag? Denn heute wird's nämlich sportlich. Also, seid ihr bereit? Dann lasst uns zusammen beten und dann geht's ab. Jesus, danke für jedes Kind und jede Familie und danke für die großartigen Pläne, die du für sie hast. Hey, wir bitten dich, Heiliger Geist, sei in Action und öffne unsere Herzen, damit wir heute ganz viel von dir lernen können. In Jesu Namen, Amen. Und ab geht's! Meine Waden. Genau, gut so. Beim Laufen ist es wichtig, gut gedehnt zu sein. Oh, ich sollte wahrscheinlich noch ein paar Reflexübungen machen. Springen, genau. Ja, springen sollte gut sein. Na gut, und eins, und zwei, und drei. Sehr gut. Okay, ich teste mal die Schnelligkeit meiner Füße. Ach, eine Sache hätte ich fast vergessen. Ich muss mir die Route nochmal genau angucken. Um den Marathon laufen zu können, muss ich wissen, wo ich lang muss. Auf dem Weg sind auch Pfeiler aufgestellt, die mir den Weg zeigen. Oh, dort hinten ist der erste Pfeiler. Das heißt, von dort muss ich links abbiegen.
Ohne die Pfeiler wäre ich ganz schön aufgeschmissen. Oh. Hey, Anni, wie geht's dir? Alberto, hey, gut. Entschuldigung, dass ich anrufe. Also, wie läuft das Lernen? Ah ja, weißt du, ich habe noch einiges zu tun. Ah, okay. Also erstmal viel Erfolg und du packst das. Das wird super. Ich will dich jetzt auch gar nicht lang stören, nur ich bin hier gerade im Park und ich will gleich eine Marathonstrecke laufen. Also die, die du mal im Sommer gelaufen bist. Aber ich kann mich nicht mehr an die Route erinnern. Weißt du noch, wo lang? Ah, cool. Du gehst laufen. Naja, ich glaube, die Pfeiler sind nicht mehr da, die dir den Weg leiten. Ohne Hilfe ist es schwer, sich einen langen Weg zu merken. Und ein Marathon sind 40 Kilometer. Das ist echt lang. Du brauchst Hilfe, um dir die Strecke zu merken. Ach, du hast recht. Also stimmt, ohne einen Helfer oder ohne die Wegpfeiler auf dem Weg, da weiß ich überhaupt gar nicht, wo ich 40 Kilometer langlaufen soll. Und ganz ehrlich, ich habe jetzt auch nicht Lust, die ganze Zeit auf mein Handy zu gucken. Meinst du vielleicht, du könntest nachher kommen und mir die Route zeigen? Na klar, das mache ich gern. Oh, Hammer. Danke, Alberto. Okay, also dann lern jetzt erstmal weiter. Du schaffst das, das wird super. Und dann sehen wir uns später im Park, okay? Okay, bis später. Tschüss. Super. Oh, hey, Kids, habt ihr das gehört? Um eine lange Strecke laufen zu können, braucht man zum Beispiel einen Wegpfeiler. Oder zumindest einen Helfer, der dir den Weg zeigt. Und beim Marathon ist es so, da stehen immer ganz viele Leute an den Seiten und die jubeln ein und die feuern einen an und die zeigen einem aber auch, wo man lang muss. Und du kannst dir das auch so mit deinem Leben vorstellen. Es ist wie ein ganz langer und ein toller und aufregender Weg, der vor dir liegt. Und auf diesem Weg gibt es wunderbare Zeiten und es wird auch Zeiten geben, die ein bisschen schwerer sind. Aber heute darfst du eins wissen. Gott hat dir den Heiligen Geist gegeben, den Helfer auf diesem Weg, und zwar der an deiner Seite ist. Und wenn du nicht weißt, was du vielleicht als Richtiges tun sollst oder welche Entscheidungen du auf dem langen Weg treffen sollst, darfst du dich auf den Heiligen Geist, deinen Helfer, verlassen. Schau mal, das steht in der Bibel. Wenn der Heilige Geist kommt, wird er dich in alle Wahrheit leiten. Denn er wird nicht mit seiner eigenen Autorität sprechen. Stattdessen wird er dir sagen, was er von Gott hört, und er wird dir berichten, was als nächstes auf dich wartet. Wow, das hat Jesus gesagt und uns versprochen. Ist das nicht super cool zu wissen, dass der Heilige Geist dich leiten kann? Das kann zum Beispiel in der Schule sein oder in der Kita oder mit Freunden oder mit deiner Familie. Und sogar wenn du dir überlegst, was du zum Beispiel für einen Sport machen möchtest oder welches Instrument du spielen möchtest. Oh, und auch wenn du dir irgendwann mal einen Beruf auswählst. Du darfst dir sicher sein, dass der Heilige Geist an deiner Seite ist, um dich mit Wahrheit und mit Weisheit zu leiten. Probier es doch heute mal aus und bitte ihn, dich in einer Sache zu unterstützen. Na gut, also ich mache mich jetzt noch mal einmal weiter warm, denn Alberto kommt ja gleich. Tschüss! Hey, wow, das war echt cool. Der Heilige Geist leitet uns auf unseren Wegen. Und das heißt, wenn du oder ich mal nicht weiter wissen oder wir nicht wissen, was wir tun sollen oder machen können, dann können wir uns auf den Heiligen Geist verlassen und ihn fragen. Ist das nicht cool? So mache ich das nämlich auch. Und zu wissen, dass der Heilige Geist bei mir ist, macht wirklich einen Unterschied. Wenn du Jesus heute auch in dein Herz einladen möchtest und ein aufregendes Leben mit ihm als deinen besten Freund haben möchtest, dann bete einfach mit mir mit. Herr Jesus, danke, dass du mich leitest. Ich möchte dich mehr kennenlernen, weil ich weiß, dass du mich so sehr liebst. Heute lade ich dich in mein Herz ein. In Jesu Namen, Amen. Hey, and if you want to pray in English, let's do it together. Jesus, thank you for leading me. I want to know you more because you love me so much. Today, I invite you into my heart. In Jesus' name, Amen. Wow! Hey, die Bibel sagt, dass Gott eine Party feiert, wenn sich ein Kind für ihn entscheidet. Wie cool ist das denn? Und wir feuern dich auch alle an. Also, Party! Oh,
toll. Und wisst ihr was? Ich habe mir jetzt auch einen Saft gemacht, genau wie Kevin und Ann. Aber ich glaube, ich war ein bisschen schneller als die beiden. So, Kinder, ich wünsche euch noch einen richtig, richtig coolen Sonntag. Und liebe Eltern, wir sehen uns gleich bei der Sunday Experience. Bis dahin, tschüss! Keep on running! Hebrews 12:1, a huge